hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video geht es um die Final Cut Bridge. Und zwar habe ich da ein paar neue Funktionen entdeckt und das wollte ich mit euch mal gemeinsam mal testen. Ich habe mir hier so eine Anleitung heruntergeladen über die Final Cut Bridge 3. Ich kann ganz kurz zeigen, so sieht das Gerät aus. The Final Cut Bridge 3 aus dem Jahre 87. Und das Ganze gekoppelt mit einer SD2IEC-Karte. Ja, was gibt es sonst noch Neues? Ich habe eine echte Floppy, ja, eine 1541-2. Die ist aber noch nicht angeschlossen. Da fehlt mir noch ein Netzteil, ein Datenkabel habe ich und ich habe nur eine kaputte Diskette. Eine Floppy Disk. Und da muss ich mir auch noch mal ein paar besorgen. Dann werde ich die auch mal bei Gelegenheit mal testen. Aber da ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Hier beim Tuxer ticken die Zeiten alle ein bisschen langsamer. So, die Final Cut Bridge. Das ist das Thema heute. Ja, ich muss mal eben den Computer noch ein bisschen anders hinstellen, damit ich es ein bisschen bequemer habe. Und zwar habe ich heute vor, mir die Final Cut Bridge schon mal ein bisschen genauer anzuschauen, mich ein bisschen damit zu beschäftigen. Zumal ich jetzt auch mittlerweile eine Anleitung habe von der Original Final Cut Bridge 3. Ich habe da ein paar neue Funktionen, habe ich da jetzt herausgefunden. Und in diesem Heft stehen sogar noch ein paar mehr Informationen drin. Ich glaube, das sind über 50 Seiten sogar. Also man kann da jede Menge mitmachen, auch mit der Final Cut Bridge. Ja, ich würde sagen, nicht lange rumfackeln. Auf los geht's los. Und zwar möchte ich als erstes erstmal euch etwas zeigen. Ich habe ein paar neue Basic-Befehle entdeckt, unter anderem diesen hier. Bar. Wie man sieht, ist nichts passiert, augenscheinlich. Jetzt braucht man nämlich einen wunderschönen Joystick für diese nächste Aktion. Ich zeige das mal eben. Ich halte das mal eben so ein bisschen hier in die Kamera. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, aha, was haben wir denn da? Man muss jetzt die ganze Zeit natürlich jetzt hier gedrückt halten. Dann verschwindet das Bar-Menü wieder. Und dann kann man hier dementsprechend einiges machen. Wir haben Desktop. Ich denke mal, ist klar. Monitor. Das wäre Assembler. Das ist natürlich auch ein komischer Name. Monitor. Ich dachte mal, was ist Monitor? Ich dachte, Monitor testen oder Farbtesten oder irgendwie sowas. Nein. Mit Monitor ist Assembler-Monitor gemeint. Ja, damit kommt man halt, kann man Assembler-Programmierung vornehmen. Hier wäre Bar Off. Ich denke mal, Bar Off ist auch klar, was man da machen kann. Freezer ist klar. Default, so Standard-Einstellung, denke ich mal. Und Final Kill. Dann wäre die Final Cartridge dementsprechend deaktiviert. So, und das wären jetzt hier zum Beispiel alles neue Basic-Befehle. Ja, was Order ist, weiß ich gar nicht. Ich klicke da mal drauf. Passiert nichts. Ich denke mal, weil ich vielleicht kein Programm im Speicher habe. Ich gebe jetzt einfach mal jetzt hier irgendetwas ein. So ein Standardprogramm, was man halt eben immer so eingibt. Und dann hätten wir ja natürlich schon unser erstes super Programm. Gut, ich drücke hier wieder drauf auf meinen Joystick. Ich mache vielleicht die Kamera auch mal so, damit ihr vielleicht auch ein bisschen den Joystick seht. Seht ihr den? Hier wäre er. Na, ist egal. Müsst ihr euch halt eben denken. Da drücke ich jetzt drauf. Und bin dementsprechend wieder hier im Bar drin. Mem. Ja, Mem ist interessant. Denn dort wird nämlich der aktuelle verfügbare Speicher dargestellt. Programm 28 Bytes. Okay, das ist auch interessant. Also, ich mache eben noch mal kurz eine List. Und das hat allein schon 28 Bytes. Das ist immer interessant. Wenn ich jetzt noch mal eine Zeile hier eingebe, was weiß ich nicht, 5, schreiben wir jetzt hier irgendwas rein, was weiß ich. So, dann hätten wir jetzt den Code ja in dem Sinne erweitert. Jetzt gebe ich nochmal Men ein. Das war falsch. Wie war der Begriff nochmal? Das Schöne ist, ich kann jetzt hier auch nach oben scrollen. Ja, weiter geht's nicht. Gut, kein Problem. Wir haben mal die Bar. Mem. Was habe ich denn da gerade geschrieben? So, da sind wir schon bei 55 Bytes. Aber eigentlich müsste das doch auch so gehen, ne? Mem, ja, habe ich mich bestimmt gerade vertippt. Gut, was hätten wir hier noch gerade? Trace
Kenne ich auch nicht. Passiert nichts. Help. Okay, das wäre vielleicht auch mal interessant. Passiert auch nichts. Ja, schöne Hilfe, ne? Dump. ME gleich 0. Okay. Array. Eben eine Variable kreieren. Komm, wir arbeiten mal mit Get-Befehl. Get k Dollar. Geteilt durch if k Dollar gleich, wenn nichts, dann 20, ne? 30 if k Dollar gleich, sagen wir mal 1. Then GoTo, an die GoTo brauchen wir noch nicht, sagen wir then 100. Bei 40 if k Dollar gleich 2, then sagen wir 200, das spielt keine Rolle. Und 50 wäre dann GoTo, gehen wir zurück nach 20, ne? Aber ich glaube, irgendetwas ist jetzt hier falsch. So würde das Programm jetzt aussehen, was ich hier gerade sehe. Das ist ja völligstens Quatsch, was ich hier geschrieben habe. Das mache ich hier wieder weg. So, get k Dollar. So müsste das eigentlich richtig sein. Wenn man eine 1 drückt, geht er nach 100. Und wenn er nach, wenn man eine 2 drückt, geht er nach 200. Und wenn er irgendwas anderes drückt, dann geht er wieder zurück nach 20. So müsste eigentlich der Code richtig sein. Nutzen wir natürlich die Zeile 100. Dementsprechend müsst ihr etwas da reinschreiben. Print, also ich, du hast die 2 gedrückt. Und bei 200 schreibe ich dann rein, das war jetzt Quatsch, was ich geschrieben habe. Bei 100 muss natürlich die 1 rein. Und dann muss er hinter noch geteilt durch End. Und hier sowieso Ende, weil das Programm Ende zu Ende ist. So, machen wir mal einen Test. Der Tuxer, ich drücke irgendeine Taste, passiert nichts. Ich drücke die 1, du hast die 1 gedrückt. Yippie-yay-yay. Ich drücke mal irgendwie irgendwo drauf. Jetzt drücke ich auf die 2, du hast die 2 gedrückt. Gut, darum soll es jetzt nicht gehen, um das simple, primitive Programm, sondern ich wollte ja jetzt mit Mem einmal gucken, was, ob er das jetzt richtig erkennt. Okay, was hat er jetzt erkannt? Er hat erkannt, das Programm hat 165 Bytes, hat 7 Variablen, also die 7 Bytes Variablen, okay. Und String hat 12 Bytes, Arrays 0, Arrays. Ich glaube, wenn man mit Data arbeitet, vielleicht erkennt er Data ja als Error. Ich gebe hier einfach mal ein. 1000 Data. Der. Machen wir mal. Der, Komma. Tuxer, Komma. Ist, Komma. Super. So, da muss natürlich jetzt noch ein Read rein. Das könnten wir eigentlich, wo ziehen wir das hin, wenn man die 2 drückt, ne? Genau, bei 1 passiert nichts. Dann ist einfach Ende. Dann sagen wir 210. Jetzt soll er anfangen zu readen. Read. Read. A-Dollar. Haben wir A-Dollar schon vergeben? Nein, ne? Read A-Dollar. Und 220. Print A-Dollar. Was passiert? Der Tuxer. 1. Du hast die 1 gedrückt. Das war jetzt falsch. 2. Der. Okay, prima. Also hat er jetzt das schon mal erkannt. Damit das Ganze natürlich auch einen Sinn ergibt. Schreiben wir dahinter Komma B Dollar, Komma C C Dollar. Print A Komma B Dollar, Komma C Dollar. Es gibt jetzt überhaupt keinen Sinn, was ich hier tippe, aber darum geht es mir jetzt auch nicht. Genau, der Tuxer ist
ist super. Okay, dann machen wir da noch mal einen hin. Komma D Dollar. Dann haben wir wenigstens einen vernünftig schönen Satz. Komma D Dollar. Ne? Nochmal alles eingeben. Entern. Wir runnen das Ganze nochmal, drücken auf die 2 und jetzt haben wir hier was richtig superen Text stehen. Der Tuxer ist super. Darum geht es nicht. Das ist ein Programm, das gibt überhaupt keinen Sinn. Das ist mir schon klar. Ich will wissen, wenn ich die Bar jetzt aktiviere, was er mir bei Mem sagt. Ups. Ja, ist ein bisschen. Vielleicht wäre eine Maus auch besser. Mem. So. Arrays. Arrays sind trotzdem auf 0. Ich versuche das nochmal. Das möchte ich jetzt wissen. Ich versuche mal irgendwas zu kreieren. Dim. Sagen wir mal A% 40. So, jetzt haben wir mal einen vernünftigen DIM-Befehl mal hier eingegeben. Ich mache mal Run 2000. Und jetzt mache ich nochmal ein Mem. Und wir haben Errors, haben wir jetzt 89. Okay, also er kennt also auch die Errors. Das ist doch schon mal gut. Was ich jetzt gerade eingegeben habe, bin ich ganz ehrlich, habe ich keine Ahnung. Habe ich von der Wiki64-Seite einfach mal jetzt so abgetippt. Da mit diesem DIM-Befehl muss ich mich auch noch ein bisschen näher beschäftigen. Da bin ich ehrlich gesagt, Stand heute raus. Stand morgen bestimmt auch. Gut, wie gesagt, ich starte nochmal alles. Oh, ein Fehler in 30. Oh. Was ist das denn? Da habe ich mich wohl. Habe ich irgendetwas überschrieben? Bei 1 sagen wir Send End, ne? So. Run, 1, End. Run, die 2, du hast die 2 gedrückt. Genau, und dann halt eben dieser Data-Befehl, der Tuxer ist super, ja, das wissen wir alle. Und jetzt gebe ich nochmal Mem ein. Und jetzt müsste die Tabelle eigentlich, so wollte ich es haben, überall wollte ich jetzt Werte drin stehen haben. Gut, das wäre der Befehl Mem. Ja, man gibt es halt eben dementsprechend manuell ein. Oder mit dem Joystick. Dann hier drüber kann man das dementsprechend dann auch anwählen. Gut, was haben wir unter Basic 2 noch? Auto Find Dell. Oh, ein Dell haben wir hier sogar. Ein Unpack und ein Pack. Nicht schlecht. Was haben wir dann hier noch? Genau, der DOS-Befehl. Da bin ich ja letztes Mal auch stehen geblieben. Der DOS-Befehl ist im Endeffekt nichts anderes als Open 1.8.15. Ich lade mal eben das Directory. Ups, natürlich so. Und hier dieses EEE, das möchte ich jetzt löschen. Gut, ich gebe den DOS-Befehl ein. Dann wollen wir mal gucken, wo war der DOS-Befehl? Wo war der? Dist DOS. So, und ich sage ihm S. Ich lade erstmal das Directory. Na, schon wieder verdrückt. Ich lade das Directory. So, und jetzt gebe ich den DOS-Befehl ein. Ich mache das mal jetzt hier so ein bisschen höher. So hier hin. Sag ihm nochmal. Da kann ich aber dann eingeben, ne? DOS. Dollar. Ich schaue noch mal eben in meinem schlaues Büchlein hinein. Hier habe ich das doch mal nicht aufgeschrieben. DOS, genau. Da muss man N, F oder D geht. Ah, weiß ich gar nicht, ob S auch geht. Achso, DOS Dollar ist Anzeigen des Disketteninhalts. Achso, ja, okay. Gut. Ja, wäre ja genau wie F7. Aber es gab noch einen anderen DOS-Befehl. Den wollte ich testen. Genau, also DOS ohne Dollar kann man dann verwenden mit N-Doppelpunkt, F-Doppelpunkt und D-Doppelpunkt. Diskettenname ändern, Schnellformatierung und normales Formatieren. Ach so,
Also Schreddern geht nicht. Es geht wohl scheinbar nicht. Okay, das werde ich dann auch nie ausprobieren. Obwohl hier oben steht einfach nur DOS. Soll ich einfach mal ausprobieren? Das gebe ich mal ein. EEE. Soll ich mal Enter drücken? Jetzt bin ich mal gespannt. Jo, es funktioniert. Es funktioniert. Gut, ich bin ehrlich gesagt, ich bin noch ein bisschen oldschool und benutze dann doch lieber diesen Befehl hier. Open 1,8,15, S geteilt. Das ist auch so in den Fingern drin. Das ist so eingeprägt, sage ich mal, von damals noch. Und aber trotzdem nice to have, keine Frage. Dell löscht Bereiche von Basic-Programmen. Ah, das ist gut. Das ist richtig gut. Habe ich mein Programm noch drin? Also, ich möchte jetzt Zeile 5 und Zeile 10 löschen. Dann gebe ich einfach ein Dell 5 bis 10. Jetzt mache ich nochmal ein List. Ja, das ist ja mal genial. Das ist ja mal richtig genial. Was können wir denn nochmal auch schneller testen? Der Final Cut Bridge. Genau, ich gehe nochmal rein in das Barmenü. Verifizieren ist klar, D-Save, also es ist ein Turbo-Safen, Turbo-Laden. Ja, und was haben wir hier noch? Funktion, okay, das wären die Tastenbelegungen, hätte man nochmal so eine schöne Liste. Ja, Alt, One, etc. Genau. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Default, weiß nicht, was das ist. Ist eine nette Spielerei, definitiv. Also auf so einen Quatsch stehe ich, ja. Ich finde das total gut. Gut, und jetzt möchte ich ja ein Assembler-Programm schreiben. So, wie komme ich da rein? Entweder auch wieder über dieses Bar-Menü. Joystick in die Hand. Und dann könnte ich einmal auf Monitor klicken. Können wir mal eben machen. Zack. Und dann wäre ich schon im Assembler drin. Oder im Monitor, Assembler-Monitor drin. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt. Und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!